verstehe, wenn man sagt, der hat Parallelen zu McKellen. Das ist reine Wonne. Er kommt sehr elegant und weich daher, genau wie der McKellen. Ich muss sagen, das stimmt das Gesamtpaket. Unheimlich gut gelungen. Ja, er weist nur unheimlich schöne Bronzefarbe auf. Diese Schokoladennote verbunden mit Kirsche. Das passt einfach. Auch ein sehr runder Abgang. Der ist langanhaltend, der ist komplex, stark. Also der würde definitiv eine Bereicherung für den Living Cast sein. Toller Whisky. Klasse, ja, auf jeden Fall. Es ist nicht so, als würden diese Aromen so gegeneinander arbeiten, sondern die harmonieren einfach so wunderschön im Glas. Liegt fast wie so ein Ölteppich auf der Zunge. Sehr cremig, sehr weich. Frischen Pfannkuchen mit Marmelade. Unglaublich. Im Abgang, da explodiert ja sogar förmlich nochmal. Jo, hallo, ich bin Reach 12. Jo. Ich bin Sherryfass gereifter, würzig, starker Whisky. Das kommt zum Ende nochmal so richtig kräftig durch. 1A, muss ich sagen. Ganz, ganz toller Whisky. Tolles Teil. Rundum ein tolles Teil. Geht schon so, wie der Name schon sagt, in die Richtung Winter. Schon mal schon so ein schöner Whisky für den Winter. Vielleicht schon kleine Karamell, Gebäcknoten drin. Ja, und das, was du gerade sagst, das habe ich nämlich genau nicht in der Nase. Also, sehr speziell. Jetzt mal ohne Witz, ich hätte dann erst an diese Latex-Handschuhe gedacht, aber Kondome kommt auch ganz gut hin. Ja doch, penetrant kann man jetzt sagen. Ja doch, es ist schon ein wenig penetrant. Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Der künstliche Geruch überwiegt dann doch sehr. Wenn da eure Intention ist, mal was Interessantes zu haben, was ihr vielleicht noch nie gerochen habt. Ist was anderes als ein Schottolandiere, ja? Da ist das genau das Richtige. Mahlzeit, herzlich willkommen bei der Whiskylerie. Mein Name ist Philipp und wie auch schon letzten Wochen an meiner rechten Seite der Kollege Chris. Und wir dürfen euch mit voller Vorfreude unser 41 Abonnenten-Special präsentieren. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an alle Likes, Kommentare und auch an alle Follower, die uns die letzten Wochen nach vorne getrieben haben und angespornt haben. Aus diesem Grund haben wir für euch eine kleine Überraschung, was ihr gewinnen könnt und was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr jetzt. Genau, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön. Klar, 41 für Außenstehende. Dumme Zahl. Ja, und sieht vielleicht auch erstmal wenig aus. Aber ich kann euch versichern, wir haben uns über jeden Abonnenten, es muss doch nicht mal ein Abonnent gewesen sein. Aufrufe. Kommentar, Aufrufe, Likes, da haben wir uns immer geschrieben und gegenseitig angerufen und wieder gesagt, Kollege hier, neue Abonnent, neue Kommentare. Ja. Haben uns jedes Mal wirklich einen Ast abgefreut. Das war schon schön, wenn man sich ein bisschen bestätigt fühlt in dem, was man macht. Aus diesem Grund, wie schon gesagt hast, wollen wir ein kleines Gewinnspiel machen. Ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, das Gewinnspiel beinhaltet 4 Samples aus den letzten 4 Whiskys, die wir verkostet haben. Das waren alles Neuerscheinungen aus dem Jahr 2017. Und zwar handelt es sich dabei einmal um den Glendronach 15 Revival und den Benriach 12 Sherrywood, den Santis Malt Snow White No. 6 und den Tamdu 12. Von jedem dieser Whiskys verlosen wir, wie gesagt, ein kleines Sample mit jeweils 50 ml Inhalt. Teilnahmebedingungen sind ganz einfach. Schreibt uns einfach einen Kommentar unter diesem Video, welchen Whisky wir gerne probieren sollen. Die einzige Bedingung bei dem Whisky, bitte unter 100 Euro. Wir sind Studenten und gerade angefangen zu arbeiten. Wir sind arme Schlucker, deswegen lasst Vorsicht walten bei eurer Auswahl. Einsendeschluss ist bei uns der Samstag und zwar um 0 Uhr, da wir am Sonntag schon den Gewinner verkünden. Genau, und nicht nur den Gewinner werden wir dann verkünden, sondern ja, auch den Whisky, den wir dann verkosten werden, welcher der Gewinner sich ausgesucht hat. Genau, das heißt, haut in die Tasten und wir sehen uns am Sonntag. Ciao. Ciao.